Hallihallöchen Leute, willkommen zu diesem neuen Unboxing. Diesmal für euch erneut ein WQÜ-Paket, wieder von Ignis Zündtechnik, wieder dort vorbestellt, um ja, wieder Überraschung zu haben. Ich finde das eigentlich ganz geil, 60 Euro wieder. Ich rechne auch wieder später aus, was das Ganze gekostet hat. Was man alles dafür kriegt und vor allem das Schöne ist, man weiß es auch gar nicht. Aha. Oho. Aha. Okay. Ui. Ui, ui, ui. Zugeschissen mit Raketen, würde ich sagen. Rebell-Rakete. Eine dieselbe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 mal dieselbe Rakete. Juhu! Prima. Was kann die denn? Ich kenne die nicht. Rebell. Ich wüsste nicht mal aus was für einem mit Bombenfüllung. Ich wüsste nicht mal aus was für einem Sortiment die stammt. 19 Gramm NEM, also immerhin ist ordentlich Ladung drin. Dann will ich mal hoffen, dass das Ding auch was kann. So, dann haben wir hier. Steht denn hier drauf? Alter, ist das gequetscht, ey. Black Knight. Das ist so ein. Ja, steht hier, glaube ich. Mega Leuchtkugelbatterie. Dazu gibt es auch noch schön, diesen schönen Metallschrott hier zum Einfädeln. Okay. Dann, haha, wie letztes Jahr schon, ein Cat Eye Fontaine Batterie. Außerdem haben wir eine Lynx. Auch eine Feuertopfbatterie. Dann haben wir hier. Eine Merlin Triple Effekt Fontaine Batterie. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner anderen Form. Alter, was sind hier für geile Batterien drin? Ohne Scheiß! Die sind richtig. Alter, geile Sachen. Firebeast Fontaine Batterie, die ist geil, die hatte ich noch nie. Weil die ist ja normalerweise bei Lidl in einem Set drin. Könnte ich jetzt nachgucken. Alter. Sorry, ich werde gerade so abgelenkt von der Batterie drin. Könnte ich nachgucken. 18 Euro kostet das Raketensortiment und da sind zwei von den Dingen drin. Bin ich mal gespannt, was das Ding kann. Junge, also die haben. Ey, das hat sich ja ultra gelohnt hier. Ohne Scheiß. Ja, dann haben wir hier Moonshine Leuchtkugelbatterie. Hatte ich, glaube ich, auch dieses Jahr schon mal. Letztes Jahr. So, Leute, und jetzt muss ich gleich eigentlich aufstehen, weil sonst geht das nicht mehr. Nochmal die Midnight, da habt ihr das Testvideo dieses Jahr schon gesehen. Und die letzte, der letzte kleine Artikel. Und dann sind hier noch 6 große Artikel drin. Aragon 120 Pfeiffer, noch mit den Plastikkappen, weil ist ja der Rest. So, und jetzt muss ich aufstehen, sonst geht das nicht. So Leute, jetzt kommt der geile Scheiß, aber ohne Witz. Lord of Whistle, die Lieblingsbatterie von meinem Vater, 300er Heuler. Zweimal. Das allein sind schon 18 Euro. Dann, sehr, sehr geile Batterie. Tanz der Vampire. Kriegst du in keinem Laden mehr, nur noch bei Fachhändlern. Hatte ich auch schon zweimal. Das ist eine richtig geile rote Blinkerbatterie. Es soll morgen sehr windig werden, von daher mal gucken, ob ich sie überhaupt morgen zünde, weil dann gehen die Blinker mal schnell weg. Vielleicht für die Hochzeit. Dann, was haben wir hier? Cyborg. Kenne ich nicht. Große Batterie, 21 Schuss, 25 mm Kaliber und 227 Gramm NEM. Kenne ich nicht. Teilgefächert, würde ich sagen. Ja, steht drauf, Fächerbatterie, aber nicht alles wahrscheinlich. Cool. Außerdem, jetzt wird's fett, jetzt wird's richtig fett. Eine meiner wirklichen Lieblingsbatterien, die Bulletproof. Die hatte ich ja schon vor zwei Jahren, nee, vor drei und vor vier Jahren mal. Also Thomas Philips, 445 Gramm NEM,
30mm Kaliber, richtig geile Effekte, kostet 18 Euro alleine. Richtig geil. Und die letzte und auch wieder richtig fette Batterie, Hexagon XXL Crazy Fish Batterie, 19 Schuss, 30mm Kaliber, 460 Gramm NEM. Keine Ahnung, was das Ding kann. Ich kenne die überhaupt nicht. Geiles Design, wie ich finde. Krass. Also richtig krass. Also ohne es jetzt ausgerechnet zu haben, hat sich dieses Ü-Paket übertrieben gelohnt. Das Ganze werde ich jetzt aufbauen und dann ausgerechnet haben, was wir hier gespart haben. Ich habe das Ganze jetzt mal schön aufgebaut hier und mal ausgerechnet. Also, ich habe für dieses XXL-Paket bei Eaton Synthetic 60 Euro bezahlt. L, nicht XL. Und das Zeug hier, wir haben es jetzt alles hier gegoogelt, Feuerwerksvitrine und Co., also die ganzen Preise, die man jetzt so kriegt, wo man es bestellen könnte und kaufen kann, die Sachen, 158 Euro Warenwert für 60 Euro. Also letztes Jahr, das Paket war irgendwie 64 Euro Warenwert für 60 Euro. Und hier bin ich bei fast dem dreifachen Wert von dem, was ich bezahlt habe. Ultra krank. Allein hier die Hexagon-Batterie, 28 Euro. Bulletproof und Tanzpapiere, 18 Euro. Und das sind richtig fette, geile Batterien. Also mein Fazit jetzt nach zwei WQÜ-Paketen, die Dinger lohnen sich immer. Mal mehr, mal weniger wie im letzten Jahr. Aber definitiv, die lohnen sich. Kauft die Dinger euch. In dem Sinne, adios.